Ja, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus, unseres Herrn und Gottes sei mit euch allen. Amen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen heute, wie ich finde, zu dem wichtigsten Thema, das das Christentum betrifft. Uns Christen, für uns ist das mit das wichtigste Thema, weil der Glaube beginnt mit der Gottheit. Und wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Wenn wir das nicht definieren können, wer Gott ist, so ist unser Glaube nicht auf Fels gebaut, sondern ist auf Sand gebaut. Das heißt, die Grundlage des Glaubens ist Gott selbst. Und wenn wir nicht eine klare, scharfe Definition davon haben, wer unser Gott ist, können wir nicht an den wahren Gott glauben und sind dementsprechend keine wahren Gläubige. Die Gottheit des Herrn Jesus Christus wurde in der letzten Zeit, wie ich finde, wir sind in der Laodicea-Phase, in der Endzeitphase, und dann wird der Satan eben versuchen, diese wichtige, heilsrelevante Lehre uns streitig zu machen. Das heißt, er wird Leute schicken, Verführer, die auf dem ersten Blick eventuell fromm erscheinen und auch Bibelkenner zu sein scheinen, um die Jungschar hinter sich zu ziehen und sie zu verführen. Speziell bei dem Thema Gottheit des Herrn Jesus, weil das ist ein heilsrelevantes Thema. Wenn man die Gottheit des Herrn Jesus leugnet und diese Lehre nicht bringt, das werde ich Ihnen gleich alles beweisen, dann fährt man für die Ewigkeit in die Hölle. Das ist also das wichtigste Thema im Christentum. Nun, wenn sich jemand bekehrt und er kommt zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, er kennt die Bibel nicht, er kennt die Lehre nicht, welche Lehre dahinter steckt, wer der Herr Jesus Christus ist. Er ist sozusagen völlig grün hinter den Ohren, was die Lehre des Herrn Jesus betrifft. Das heißt, er kommt zum Herrn Jesus, zum Glauben, aber er weiß nicht ganz genau, wer der Herr Jesus ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, aber das Wichtigste, dass der Herr Jesus der fleischgewordene Gott selbst ist, der im Fleisch auf die Erde gekommen ist, Gott selbst. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis. Und das führt zu Wiedergeburt. Also Sie können da abfallen, auch wenn Sie Christ bleiben. Sobald Sie aber die Lehre des Herrn Jesus Christus, dass er Gott ist, verdrängen, nicht bringen, nicht bekennen, aber trotzdem im Christentum bleiben, sind sie nicht wiedergeboren. Und sie werden rausgeschnitten. Ich werde Ihnen gleich auch den Vers zeigen, wo der Herr Jesus selbst sagt, dass wer nicht ihn als Gott anbetet, bekennt, dass er in seinen Sünden sterben wird. Das heißt, er wird verloren gehen. Als Sünder. Er hat keine Sündenvergebung. Okay, ich möchte mit einem Vers aus dem Neuen Testament beginnen, zu Anfang. Und zwar 2. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 7. Dort warnt der Apostel Johannes vor den Verführern und Irrlehrern, die sich hineinschleichen, falschen Brüdern, die sich hineinschleichen, um unser Heil in Herrn Jesus Christus wegzunehmen durch falsche Lehren, was die Gottheit des Herrn Jesus betrifft. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer, ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung sehr viel heute Abend, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahme lese ich fast nur aus der Schlachter 2000 Version Übersetzung. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Hier sagt der Apostel Johannes, wer nicht bezeugt, dass Christus im Fleisch auf die Welt gekommen ist, dass Gott im Fleisch gekommen ist. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass der Apostel Johannes diese Verse sozusagen als Nachfolgeverse für Johannes 1,1 und Johannes 1,1,14 benutzt. Ich zeige Ihnen gleich, dass Gott in die Welt gekommen ist im Fleisch. Deswegen sagt er eben, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das heißt also, Jesus Christus ist noch nicht im Fleisch auf der Erde gewesen. Er war woanders und ist im Fleisch auf die Erde gekommen. Wir müssen nur gucken, wer Jesus Christus ist, der auf die Erde im Fleisch gekommen ist. Okay. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren,
was wir erarbeitet haben. Apostel Johannes warnt ja ganz eindrücklich, sie können der beste Bibellehrer sein, sie können 20 Jahre studiert haben, sie können viele Erkenntnisse haben, wie ein Zeugen Jehova von der Bibel. Aber er sagt, ihr werdet alles verlieren, was ihr erarbeitet habt. Alles, auf gut Deutsch gesagt, alles für die Katz. Eure ganze Mühen, dieses Thema, die Gottheit des Herrn Jesus, ist ein zentrales Thema für die Errettung, für die Ewigkeit oder eben den Heilsverlust, dass man verloren gehen kann in die Hölle. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Apostel Johannes sagt, jeder, der abweicht und diese Lehre, dass Christus Jesus im Fleisch gekommen ist, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und sofort geht der Apostel Johannes auf die Mehrpersonen-Dasein des Gottes Israels ein, nämlich der Vater und der Sohn. Es sind mehrere Personen in der Gottheit. Wenn, jetzt kommt noch mal eine letzte Warnung, wie man mit solchen Irrlehrern, die Gottheit des Herrn Jesus, diese Lehre nicht bringen, wie man mit denen verfahren sollte. Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, dass Gott in Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, den nehmt nicht auf ins Haus natürlich auch in die Gemeinde als allererstes, ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ihr seid mitschuldig. Ihr seid mitschuldig, wenn ihr jemanden grüßt, der sagt, der Herr Jesus ist nicht Gott, sondern nur Yahweh ist Gott, Jesus ist nur Herr, Elohim ist Gott, Jesus ist nur Yahweh. Dazu kommen wir gleich, dass es viele Leute gibt, die so ein bisschen eher mit ihren Philosophien rumspielen im Wort Gottes, was den Herrn Jesus und seine Gottheit betrifft. Da sagt der Apostel Paulus, wenn ihr die grüßt und die aufnimmt, macht ihr euch an ihren bösen Werken teilhaft. Ihr seid mit denen sozusagen in einem Boot und in dem Bösen drin. Ja, das gefällt natürlich vielen Christen nicht, dass man jemanden nicht grüßt, wenn er die Gottheit des Herrn Jesus nicht bringt und dass man den knallhart abschneidet, ja, dass man mit ihm keine Gemeinschaft hat. Aber wir wollen wissen, ob wir dem Herrn Jesus und seinem Wort folgen oder ob wir Probleme haben. Oh ja, ich könnte ihn ja verletzen. Ja? Dann seid ihr nicht Nachfolger Christi, dann seid ihr Nachfolger der Welt und des Teufels. Es geht hier um Leben und Tod. Deswegen sage ich, nur die wenigsten werden errettet. Ist meine Aufgabe, euch zu den wenigsten rüber zu holen. Aus dem breiten Laodicea-Masse, die auf dem Weg zur ewigen Verdammnis ist, möchte ich, dass ihr das Einzelne von euch langsam auf den ganz, ganz schmalen Weg, der sehr hart ist, rüberkommt. Aber nur dieser harte, steinige Weg wird dann zum ewigen Leben führen. Das ist dann sehr, sehr wichtig. Okay, hier sagt also Apostel Johannes, dass Christus im Fleisch gekommen ist. Was meint er denn jetzt damit? Das ist doch erstmal nicht so ganz klar ersichtlich. Das ist so ein bisschen definitionsbedürftig. Wir schauen mal ein in Johannes 1, Vers 1, um dieses Christus im Fleisch gekommen zu verstehen, was er damit meint. Okay, Johannes 1, Vers 1. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort ist also Gott selber. Ja, dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch das Wort Gottes entstanden. Alles im Universum, jede Materie, das Sichtbare und das Unsichtbare, was Sie sehen um sich herum, ist durch das Wort Gottes entstanden, was Gott selbst ist. Das wahre Licht, Vers 9, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und, jetzt sehr, sehr wichtiger Vers, Johannes 1, Vers 10,
Weiter geht's. Und die Welt ist durch ihn geworden. Die Welt ist durch ihn erschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Dieses Wort Gottes, nochmal, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn erschaffen, aber die Welt erkannte ihn nicht. Okay, wer ist dieses Wort, das Gott ist? Das Wort Gottes ist Gott. Er war in der Welt, das Wort Gottes. Die Welt ist durch ihn erschaffen worden und die Welt hat ihn aber nicht erkannt. Okay? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Könnte es sich um Israel handeln? Wir schauen dazu noch später. Kommen darauf zurück. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Okay. Vers 14. Wer ist denn dieses Wort, was die Welt erschaffen hat? Was Gott selbst ist? Das Wort ist Gott. Das Wort war Gott. Okay. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Aha. Jetzt haben wir wieder den Bezug zu dem Vers vorhin mit dem Christus im Fleisch bekennen. Ja, Johannes 1,1, Vers 14 sagt der Apostel Johannes, dieses Wort, was Gott selbst ist, ist Mensch geworden, ist Fleisch gekommen, im Fleisch wurde Fleisch, sehen Sie, ist im Fleisch gekommen und wohnte unter uns. Er ist Mensch geworden und wohnte mit uns zusammen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es gibt nur einen Gott, der Mensch wurde. Es gibt keinen Glauben, keine Religion auf dieser Welt, wo Gott Mensch wird und unter uns wohnt. Fleisch nimmt, Fleisch annimmt, im Fleisch auf die Erde kommt und unter uns wohnt. Wer könnte das also sein? Es ist Jesus Christus. Wir kommen noch dazu. Ja? Okay, und dann springen wir auch schon zum Alten Testament. Gehen wir schon direkt zu den Anfang, zum Anfang der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose, Kapitel 1. Vers 2. Zum Kontext, Vers 1 lese ich noch mit dazu. Also so beginnt das Alte Testament, die Bibel, schlechthin beginnt mit diesen Worten. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und jetzt bitte aufpassen. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja, der Geist Gottes also schwebt über Wasser. Da war doch jemand, der über Wasser geschwebt ist. Kennen wir jemanden in der Geschichte der Menschheit, der über Wasser schweben kann? Sehen Sie, schon zu Beginn der Bibel, der Gott, wenn er seine Schöpfungsgeschichte uns vermittelt, ist der Herr Jesus Christus schon direkt drin. Er schwebt über Wasser. Nämlich in Matthäus 14, ab Vers 25, gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Er lief also so über das Wasser. Er schwebte so über das Wasser. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für der Geist Gottes. Halleluja. Schwebt über Wasser. Der Herr Jesus wird hier Geist genannt, der übers. Sehen Sie, die Bibel, das Alte Testament, meine sehr intelligenten Juden vor allen Dingen, die ich sehr, sehr lieb habe, die ich auch so sehr oft in die Zange nehme. Die Bibel, das Alte Testament beginnt mit der Gottheit des Herrn Jesus. Ja, dass der Herr Jesus schon am Anfang über das Wasser geschwebt hat, wo die Erde und der Himmel und so weiter erschaffen wurde. Da war der Herr Jesus schon da. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, dass das so auch so ist. Okay. Dann bleiben wir auch bei 1. Mose und schauen ein bisschen weiter. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Hier spricht Gott und sagt, lasst uns Menschen machen. Also in Pluralform, im hebräischen Urtext,
steht das Wort Elohim. El, Einzahl, Elohim, Mehrzahl. Lasst uns, also in der Gottheit gibt es mehrere Personen, die miteinander sprechen, innerhalb miteinander reden. Und deswegen reden sie miteinander und sagen, lass uns Menschen machen, nicht lass mich Menschen machen oder ich will Menschen machen. Lasst uns. Ja, also in der Gottheit sind mehrere Personen. Schon zu Beginn, ja, wir sind 1. Mose, ja, die Schöpfungsgeschichte. Es hat noch nicht angefangen und schon sehen wir schon die Trinität. Also zumindest mehrere Personen in der Gottheit. Und Gott sprach sein Wort, das ja. Geist, das auf dem Wasser liegt. Ja, genau, genau. Genau, da können wir ja direkt hier, jedes Kapitel hier beginnt ja immer mit, und Gott sprach, also sein Wort, es werde und es wird. Ja, sehen Sie, er spricht, das Wort spricht und es wird erschaffen. Es werde Licht. Genau, und es durch das Licht der Welt. Genau, haben wir ja gerade gehabt, das Licht kam auf die Welt, ja. Ja, sehen Sie, und Gott sprach, sehen Sie, durch sein Wort, er spricht, es werde und es wird. Das ist der Schöpfungsbericht. Und Gott sprach. Und so weiter. Sehen Sie? Immer beginnt es mit dem Wort Gottes, wo das Universum und die Erde erschaffen wird. Durch das Wort, was Gott selbst ist. Und das ist der Herr Jesus Christus, der das Fleisch wurde und auf die Erde gekommen ist als Mensch. Amen. Okay. Mit diesem Stream, mit diesem Beitrag heute möchte ich die ganzen Ehelehrer aufdecken, wenn ihr aufpasst und sie auch dementsprechend erkennt, könnt ihr eben vollen Lohn empfangen und euren Heil auch, durchbringen. Das ist sehr, sehr wichtig, da sich sehr, sehr viele Ehelehrer rumtummeln bei uns in der Christenheit, die der Teufel geschickt hat, um euch von eurem Heil abzubringen. Nur mit einem Wiedergeborenen, der das Wort Gottes liebt, wie unser einer. Da kann der Teufel 500 Millionen schicken. Ich werde ihn prüfen sofort, wenn jemand sagt, er ist Christ, dann sage ich, ist der Herr Jesus Gott? Wenn er wackelt, sofort weg. Aber die anderen Christen sind nicht so, weil sie eben dieses, oh, ich könnte dem ja wehtun, wir haben uns ja alle lieb und wir sind ja Christen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber im richtigen Kontext, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht Ehelehrer, nicht Teufelsleute. Amen. Ja? Ja, der Petrus sagt ja, wir sollen ja die Leute nicht mal grüßen, die Gottheit des Herrn. Genau, das habe ich am Anfang gesagt, ne? Nicht mal grüßen dürft ihr die. Also das ist nicht ja unsere Worte, das sind die Worte des Herrn. Die Worte des Herrn, ja, die Worte des Gottes. Auch wenn es uns schwerfällt in der heutigen Zeit, aber wen lieben wir denn mehr, den Herrn Jesus oder die Menschen? Ja, genau so ist es. Sonst wären wir Knechte Christi nicht, wenn wir den Menschen gefallen würden. Amen, Amen. Apostel Paulus in Kolosser 2, Vers 8. Ja, schauen Sie mal, was Apostel Paulus jetzt sagt. Jetzt haben wir Apostel Johannes kurz bearbeitet. Jetzt kommen wir zu Apostel Paulus in Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also wir haben einen sehr, sehr radikalen Scheidepunkt zwischen der Welt und mit dem ganzen Verständnis und Philosophie der Welt und dem Heil und dem Christentum und der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist, die wahren Christen. Die sind komplett aus der Welt und aus dem Machtbereich des Teufels rausgetreten und führen einen Kampf und versuchen eben diese Ehelehren, diese Giftpfeile des Teufels abzuwehren, wenn er versucht, die Gemeinde von außen halt zu bombardieren. Ja. Und es geht, schauen Sie mal, wie es weitergeht, nachdem Paulus hier uns warnt, dass wir nicht uns durch Philosophiererei uns abbringen lassen von was? Die Fülle Gottes und das Heil in Christus. In Vers 9 geht's direkt weiter. Deswegen steht der Vers 9 direkt im Anschluss zu Vers 8. Worauf sollen wir denn jetzt achten, dass durch Philosophie und Betrug uns Christus die Lehre nicht weggenommen wird? Was meint er damit? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist der nächste Vers nach dieser Ermahnung. Damit es keine Diskussionen gibt, worauf wir achten sollen, auf welche Philosophie und leeren Betrug sollen wir achten. Sehen Sie, Vers 8 und Vers 9 geht es direkt, da zeigt uns Apostel Paulus, was wichtig ist. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Denn in den Herrn Jesus wohnt die ganze Fülle, das heißt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die komplette Fülle der Gottheit wohnt in dem Herrn Jesus Christus. Das sollen wir uns nicht durch Philosophie und leeren Betrug nehmen lassen. Deswegen, wie ich schon sagte, dieser Vers steht nicht direkt nach dem Vers der Warnung, ja? Damit wir ganz genau wissen, was er damit meint, wovor er uns warnen möchte. Okay. Wir gehen wieder zurück zum Alten Testament. Und zwar 1. Mose 18, diese Begebenheit mit Abraham und dem Herrn, Yahweh, als Yahweh ihn besucht. Yahweh, der Herr, kommt mit zwei noch Begleiter und besucht Abraham. Wir schauen mal rein in die Geschichte, was da passiert ist. Der Herr erscheint Abraham bei Mamre. 1. Mose 18, ich lese so Kontext ab Vers 1. Und der Herr erschien ihm, Abraham, bei den Terebinden Mamres, der Herr im Urtext Yahweh. J-H-W-H, der Gott Israels, kommt selbst zu Abraham runter auf die Erde. Während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder. Warum sollte sich ein Mensch vor jemandem anderen zur Erde niederbeugen? Aber gut, wir kommen jetzt gleich noch dazu, ob das normale Menschen sind oder ob Gott das selbst ist. Und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden. Aha, die Gnade schenkt nur wer? Gott. Sonst würde Abraham nicht vor einem normalen Menschen sagen, hab Gnade oder deine Gnade soll nicht an mir vorbeigehen. Ja, also der Herr, Yahweh, ist Gott selbst. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Wessen Knecht ist Abraham? Des Herrn. Des Gottes, Israels, genauso ist das. Das heißt, es ist hier Yahweh, Gott selbst, der Abraham besucht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, was du gesagt hast. Okay. Ab Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, Yahweh, Gott, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er in ihm verheißen hat. Okay. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden ist sehr schwer. Jetzt kommt das Gericht über Sodom und Gomorra wegen ihrer Sünden. Das heißt, es handelt sich hier um Gott selbst, der Gericht üben will. Sehen Sie, schauen Sie mal, Vers 21. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Ja? Der Herr, Gott, will jetzt Sodom und Gomorra richtig von Angesicht zu Angesicht betrachten. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du denn, dass die Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Jetzt versucht Abraham, die Städte Sodom und Gomorra sozusagen zu retten vor dem Gericht des Herrn. Er versucht, mit dem Herrn zu handeln, sodass der Herr das Gericht nicht bringt. Ja, aber der Herr lässt das nicht mit sich geschehen, genau, weil er keiner gerecht ist. Ab Vers 25 lese ich weiter, das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Jetzt passen Sie auf, der wichtigste Vers hier, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Gott, Yahweh, ist auch der Richter. Kennen wir noch aus dem Neuen Testament jemanden, der das Gericht hält, der Richter der Welt ist? Amen, Jesus. Unser Jesus. Ja, wer ist denn das, dieser Richter, der Gott, der gleichzeitig der Richter ist? Matthäus letztes Kapitel, glaube ich, ist das, ne?
mir wurde alles übergeben, alles Gericht ist mir übergeben worden. Ja, da gehen wir gleich zu den Versen. Wer ist dieser Richter, der Gott ist, der da Abraham besucht, der Richter der ganzen Erde? Wir steigen im Hebräer. Hebräer Kapitel, Hebräer 12, genau. Hebräer 12, Vers 23. Hebräer 12, Vers 23. Wer ist denn dieser Richter, der Gott ist und Abraham besucht? Mach es ein bisschen größer. Ja. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden den Engel, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern, ja, also hier steht, Gott ist der Richter über alle, ja, und jetzt gehen wir in Kapitel 13. Vers 8. Wer ist denn dieser Gott, dieser Richter? Moment, einen kleinen Fehler gemacht. Hebräer 12, Verzeihung, ich muss in Psalm 50, Verzeihung, ist ein kleiner Fehler reingekommen. Psalm, wir schauen mal. Wer dieser Richter noch ist, bevor wir zu den Neuen Testamentlichen kommen. Psalm 50, Vers 2. Psalm 50, Vers 2. Der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde von Anfang der Sonne bis ihren Niedergang. Aus Zion der Schönheit der Vollendung. Sind wir nicht in Psalm 50? Ja. Ist ein Fehler drin. Oh, da habe ich einen kleinen Fehler drin. Ja, machen wir ab Vers 4. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Und Vers 6, und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Haben wir es, ja? Hier haben wir es ganz genau, dass Gott selbst der Richter ist. Er überlässt das Gericht niemand anderem, sondern Gott selbst ist der Richter. Ganz wichtig, lest es vor euren Augen. Ja? Das ist im Alten Testament. Psalm 50, Vers 6. 6, genau. Und jetzt gehen wir zu 2. Timotheus 4. 2. Timotheus 4. Kapitel 4, Vers 1. Wer ist denn dieser Gott, der Richter der Welt ist? Achtung, jetzt alle aufwachen. Wir haben gesehen, dass der Gott der Welt Richter ist. Der Richter der Welt ist der Gott selber. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes. Wir sind jetzt im Neuen Testament. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Amen. Haben wir es jetzt endlich? Aber wir kommen Stück für Stück. Also wir wollen heute wirklich die ganzen Judas auseinandernehmen. Schritt für Schritt wollen wir die halt als Teufelsdiener hinstellen. Jeder, der die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, ist ein Höllenbewohner und von Teufel geschickt. Und die müssen wir ganz, ganz radikal raushalten. Ja, also der Herr Jesus ist der Gott, der Abraham erschienen ist, der Richter der Welt. Habt ihr ja von seinem eigenen Mund gehört, 1. Mose Kapitel 18. Soll der Richter der Welt die ganzen, die Gerechten mit wegraffen, mit den Ungerechten? Also wer ist dieser Jahwe, der Abraham erschienen ist, der Richter der Welt? Ist der Herr Jesus Christus noch, ja, der sich als Mensch schon im Alten Testament zeigt? In menschlicher Form, also in einer Art noch nicht.
fleischgewordener Gott. Okay, was ist denn mit Johannes 5, 22? 1. Johannes 5, 22? Johannes 5, 22. Schauen wir, was der Herr Jesus über sich selbst sagt. Johannes 5, 22. Wer ist denn dieser Gott, der Richter ist? Denn der Vater richtet niemand. Aha, innerhalb der Gottheit, haben wir gesehen, ist er der Gott, der Vater und der Sohn. Wer ist aber dieser Richter, der auch Gott ist? Wenn es nicht der Vater ist, gibt es noch einen Gott innerhalb der Gottheit, der Richter ist. Sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Aha, der Sohn ist Gott selbst. Amen. Der Sohn Gottes ist Gott selbst. Der Vater ist Gott, der Sohn Gottes ist der Gott, der die Welt richtet. Haben wir es jetzt? Amen. Also ist der Herr Jesus Abraham erschienen, der Richter der Welt. Im Alten Testament ist der Herr Jesus. Und er ist Gott selbst. Ja. Wenn es der Vater nicht ist, ja, diese ganzen Judas, die auch jetzt anfangen, nur der Vater ist Gott. Nein. Jesus Christus ist so, nur der Sohn Gottes oder nur der Herr. Ja? Nein, ist nicht nur der Herr oder nur der Sohn Gottes. Es ist der Gott selbst, der richtet. Amen. Der Richter der Welt. Nicht der Vater richtet, sondern der Sohn. Wer ist der Richter, der Gott des Alten Testaments, der Richter ist? Ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der aber Gott selbst ist im Alten Testament. Ja? Also ich versuche es ungefähr 10-mal zu wiederholen, weil für manche Gehirne heutzutage ist 8-mal zu wenig. 2 plus 2 gleich 4 ist ein bisschen heutzutage schwer zu verstehen. Deswegen wiederhole ich 80-mal. Ja, manchmal muss man das auch öfters wiederholen, damit das hängen bleibt bei den Menschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja jetzt nicht schlimm, aber manche Menschen sind wirklich ein bisschen schwer vom Begriff. Verstehst du, was ich meine? Wie deutlich diese Stellen sind. Ja, nee. Wenn du ein reines Herz hast, Amir, wenn du ein reines Herz hast, brauchst du keine 80-mal Wiederholung. Sein, ne? Wenn du einen verdorbenen Herzen hast, dann kommst du und machst dann, der Vater ist Gott. Ja, wer ist nur Gott? Jesus Christus ist nur der Sohn. Ja, und das ist ein falsches Herz. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, um die Schrift selber, das ist ganz eindeutig. Okay, weiter geht's. Wir wollen heute wirklich Judas, Verräter, die sich hineingeschlichen haben, wirklich als Wölfe im Schafpelz entlarven und sie dahin schicken, wo sie hingehören. Wenn sie nicht Buße tun, schön in die Hölle rein. Denn dahin gehören sie. Okay, wir gehen weiter. Und zwar zu 2. Mose 20, Vers 2. Bevor wir zu 2. Mose 20, Vers 2 kommen, und ich kann es Ihnen direkt auch zeigen, 2. Mose, Exodus, Kapitel 20. Wir sind also immer noch im Alten Testament, noch nicht im Neuen Testament. Immer noch schön Altes Testament, ob der Herr Jesus der Gott des Alten Testaments ist. Der Gott Israels, der Gott der Juden. Der Herr Jesus ist der Gott der Juden. Amen. Der Gott Israels. 2. Mose 20, Kapitel 20, Vers 2. Und hier haben wir eben der Gott, der eben jetzt am Berg Sinai sozusagen die Gebote gibt. Dem Volk Israel. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Herr, im Originaltext JHWH, Yahweh, Gott Israels. Also der Herr ist Gott selbst. Yahweh ist Gott selbst. Lasst euch nicht von diesen Judasen mit einem falschen Herzen, mit den Ehelehren reinkommen und sagen, ja, Jesus ist Yahweh, aber er ist nicht Gott. Lasst euch nicht verführen. Die Verse zur Verführung und Mahnung zur Verführung habe ich euch genügend gezeigt am Anfang. Der Herr, Yahweh ist Gott selbst, weil es gibt diese Ehelehrer, die sagen, nein, Jesus Christus ist Yahweh, aber Yahweh ist nicht Gott. Elohim ist Gott. Durch diese ganze Philosophiererei. Ja, rumphilosophieren. Lasst euch nicht verführen. Okay, hier spricht der Gott Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechte herausgeführt hat. Ja, also der Gott Israels, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Was sagt er? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen. Das sind die ersten Gebote im Bund, mosaischen Bund mit dem Volk, mit dem Hause Israel.
Yahweh ist Gott. Nun, wer ist dieser Herr? Warum ist der Herr, der Gott, gleichzeitig auch der Herr? Wer ist dieser JHWH? Im Originaltext für Herr steht JHWH. Wir schauen in Wikipedia rein. JHWH, Hebräisch. Schauen Sie sich das Wort genau an, wie das im Hebräischen geschrieben wird. Das ist so wie Art N-I-N, also kleines N-I-N und dann so einen komischen Strich am Ende. So eine Art Umlaut. Ja, genau. Dieses Wort müssen Sie sich merken, denn wir gehen gleich in den Urtext rein. Ja? Yahweh ist der Herr und er ist Gott selber. Ist der unvokalisierte Eigenname des Gottes Israels im Tanach. Zu Beginn der Zehn Gebote stellte sich seinem Volk wie folgt vor. Ja? Und da haben sie eben dieses N-I-N und Umlaut. Siehst du das, Amir? Das zweite Wort. Ja. Ja. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist Yahweh. So wird er geschrieben. Wir gehen mal in den Urtext rein, damit keiner mehr sagen kann, ja, aber steht das denn auch so, dass der Herr mit Yahweh der Gott ist? Wir haben es gesehen, ja, wie das geschrieben wird. Yahweh, Gott, Herr. Wir gehen in den Urtext rein. Lesen im Urtext. Wir gehen in den Codex Biblia Hebraica Stuttgartensia. 2. Mose, sehen Sie? Exodus 2. Mose, Kapitel 20, Vers 1. Damit mir keiner mehr kommen kann. Guck mal, wie es dazwischen geht. Meine. 2. Mose, Kapitel. Nein, nicht 28. Deshalb, du kannst runtergehen. Die Verse sind da alle aufgezählt. 19. Nein, warte mal, ich mache das jetzt hier so. Okay, 2. Mose 20. Wir schauen mal rein. Sie haben sich bestimmt dieses Wort N-I-N und dieses Umlaut, Yahweh, gemerkt. Ja? Wir gehen 2. Mose 20, Vers 2 rein, in Originaltext. Was haben wir da? Yahweh. Ja, der Herr Yahweh ist Gott. Aber warum ist Gott gleichzeitig Herr? Wer ist denn Herr? Warum wird Gott gleichzeitig Herr genannt? Ja, das müssen wir herausfinden, denn in Philipper 2 wird uns klar gemacht, wer dieser Herr ist, der gleichzeitig Yahweh Gott ist, weil nur Gott ist Herr. Wer ist dieser Yahweh, der Herr ist? Philipper 2 ab Vers 7. Oder ab Vers 6. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Was war er denn, der Herr Jesus? Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aha, er war Gott, aber er hat es aufgegeben, seine Gottheit. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Menschen. Er hat seine Gottheit verlassen und nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines normalen Menschen. Und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, haben wir es jetzt? Gott, ja, haben wir es gehört, ja? Halleluja. Gott selbst nennt sich Herr, Yahweh im Alten Testament. Der Herr, dein Gott. Und Jesus Christus ist der Herr, ist Yahweh, ist Gott. Ich hoffe, dass ein paar Judasse ihre falsche Herzen, Judasse Herzen aufgeben, Laodicea Judasse, und dann zum wahren Glauben kommen und errettet werden. Also der eine oder andere unter den 2 Milliarden, meine ich jetzt.
Also ungefähr 3 Leute vielleicht schaffen es noch. Okay, jetzt haben wir gesehen, dass der Herr Jesus der Herr ist, der Gott Israels, der Herr selbst. Okay, dann kommen wir zu einem... Sagt den Zuschauern, dass sie wenigstens zu denen gehören sollen, die sich wirklich Gedanken machen sollen, zu den wenigen, die auf dem schmalen Weg wandeln. Ja, genau, also ich mache diesen Stream, damit sie wirklich aufwachen und sich Gedanken darüber machen, falls sie in Irrlehren stecken und sich nicht sicher sind, ist der Herr Jesus Gott, ist er nicht Gott? Dafür ist mein Beitrag heute da, damit sie einen kompletten, halbwegs kompletten Beitrag zu der Thematik Gottheit des Herrn Jesus auffindbar haben. Damit sie jederzeit auch zurückkommen können und die Verse nochmal von vorne sich anschauen können, inklusive die Erläuterung, die Exegesen. Okay, kommen wir zum 1. Korinther, Vers 10, Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 4. Also ich lese fast nur aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, bitte jetzt alle sehr, sehr aufpassen, was ich Ihnen zeigen werde, der ihnen folgte. Wer ist dieser Fels, aus dem die Menschen getrunken haben? Wer ist der Fels? Der Fels aber war Christus. Aha, der Herr Jesus ist der Fels. Der Herr Jesus ist der Fels. Okay, was ist aber das für eine komische Bezeichnung für einen... Ja. Also wir sehen sehr wichtiger Titel. Der Fels aber war Christus. Christus ist der Fels. Nun, was ist das für ein Titel? Was ist das für eine Charakterbezeichnung oder beziehungsweise für einen Titel eben? Fels. Ja. Wer ist denn dieser Fels? Dieser Christus ist der Fels. Oder wir gehen in 1. Petrus. Okay, bleiben wir dabei, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren und schauen, wer der Fels ist. Der Christus ist der Fels. Christus ist der Fels. Was ist das denn für ein Titel, komischer Titel? Wow, wow, wow. Der Hirte, der Fels Israels. Aha, 1. Mose 49, 24. 1. Mose, Kapitel 49, 24. Wir wollen wissen, dieser Fels, der Christus, der Herr Jesus Christus ist der Fels. Wer ist er denn? Warum ist er denn Fels? Aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Von den Händen des mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte der Fels Israels ist. Weiter geht's mit 5. Mose 32, Vers 4. Er ist der Fels. Wer ist dieser Fels? Vollkommen ist sein Tun. Aha, er ist vollkommen, dieser Fels. Wow. Hört sich an, ja, also der Herr Jesus ist vollkommen. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Aha, der Herr Jesus ist der Gerecht. Ups, oh, was ist der Herr Jesus? Ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist. Ach so, der Fels ist Gott selber. Er ist ein Gott der Treue. Ja, aber wer ist denn der Fels? Ja, es spricht immer von Gott. Genau, der Fels ist der Gott, der Treue. Er bezieht sich immer auf Gott. Genau, genau. 5. Mose 32, Vers 18. Den Fels. Warte, man hört dich nicht so gut. Den Fels, der dich gezeugt hat. Aha, der Fels ist der Erschaffer selber, der du mir zuhörst und zuguckst. Der Fels hat dich erschaffen. Wer ist das? Hast du außer Acht gelassen, du hast deinen Gott, den Felsen, außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Gott ist der Fels. Wer ist der Fels im Neuen Testament? Jesus Christus. Ups, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit den Judasen. Wir haben viele Probleme mit Judasen, aber gut, das ist ein Megaproblem mit den Judasen. Und ich liebe es, eben Judasse zu entlarven und
sie so hinzustellen, wie sie auch sind, Wölfe im Schafspelz. In Schafspelz werde ich wegreißen heute. Okay. Gehen wir an zu 1. Samuel 2, Vers 2. Was ist der Fels noch? Niemand ist heilig wie der Herr, wie Yahweh. Ah, wer ist denn der Yahweh, der so heilig ist? Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Halleluja. Amen, Amen. Ja, Leute, wir haben ein Problem. Meine Judasse, heute ist K.O.-Tag. 2. Samuel 22, 2. Er sprach, der Herr ist mein Fels, meine Burg und meine Retter. Wer ist der Retter, der uns rettet? Jesus Christus. Wer ist der Fels? Jesus Christus, Gott. Wer, ja, Fels und Retter und meine Burg. Aber wer ist der Fels? Wer ist der Herr? Wer ist der Fels noch? Gott. Der Herr. Gott, der Herr. Yahweh. Der Herr Jesus ist der Retter. Gott, der Herr, also Yahweh. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, Herr ist Yahweh. 2. Samuel 22, Vers 32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn, also außer dem Herrn Yahweh, also Jesus Christus ist ja der Herr. Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Ups, der Fels ist ja immer Gott. Das heißt, der Herr Jesus wird in tausenden Stellen der Gott des Alten Testaments genannt. Lasst euch nicht von diesen Judas-Verrätern, diese Teufelskinder, 99% der Facebook-Christen in die Irre führen. Achtung, Achtung, Achtung! Der Heil eures Heils und eure Rettung liegt in der Gottheit des Herrn Jesus. Leugnet ihr das, geht ihr für immer in die Hölle, weil der Gott wird seine Ehre nicht von euch nehmen lassen. Amen. Weil der Herr Jesus wird nicht seine Ehre von euch nehmen lassen. Von irgendwelchen auf die Toilette gehenden 40 Jahre auf der Welt hier rumhopsen und dann in den Grab steigenden, wie vom Winde verweht, in einem Zug, in den Grab von solche sterblichen Kreaturen wird Gott sich seine Ehre nicht nehmen lassen. Und so ist es auch richtig. Amen. 2. Samuel 23, Vers 3. Der Gott Israels hat geredet. Ah, wer ist der? Zu mir hat wer geredet? Der Fels Israel. Hammer. Ups, der Herr Jesus ist der Gott Israels. Der Fels Israels. Ah, okay. Was ist der denn noch? Was ist der denn noch? Ein gerechter Herrscher über die Menschen. Ein Herrscher in Furcht Gottes. Wow. Wer wird herrschen hier auf der Erde im tausendjährigen Reich? Der Herr Jesus. Der ist der Gott Israels, ist der Fels. Dass die Juden das nicht sehen, ne? Ja, für die Juden sind eben, nein, die Hüte, diese Hut ist sehr wichtig und die Locke, die Dauerwellen, die sind sehr wichtig. Nein, das Wort Gottes ist nicht so wichtig. Das Wort Gottes ist ja nicht wichtig. Wenn die Juden ihre Dauerwellen, wie sie sie pflegen, mit derselben Sorgfalt auch das Wort Gottes pflegen würden, mit demselben Herzenseinstellung, wie sie in diese Hütelede laufen und 10 Stunden sich aufhalten, um den passenden Hut zu finden, würden sie es schaffen. Das ist ja egal, ob, wie ich ja immer sage, ob jetzt Jude, Atheist, Christ, Moslem, ist alles das Gleiche. Ist alles das Gleiche. Das sind Menschen, die eben sich nicht für Gott interessieren. Die haben ihre eigene Religion, damit sind die alle zufrieden. Aber ein Jude hat gar keine Ausrede. Ein Moslem hat das in seinem Koran ja nicht. Hat der Moslem, dass der Herr Jesus Fels ist in seinem Koran? Natürlich. Nein, natürlich nicht. Dass der Gott Fels ist, hat er ja nicht. Also hat er noch eine kleine Ausrede. Aber ein Jude, na gut, okay. Was ist mit den Christen? Haben die denn eine Ausrede, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen? Was haben die denn noch für eine Ausrede? Keine Ahnung. Ja, so sieht es aus. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels. Ja, wer ist mein Fels? Meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels. Mein Gott ist mein Jesus Christus, kann man hier stehen lassen. Amen. Ja, haben wir gerade gesehen. Christus ist der Fels.
Also kann man Christus nehmen und wo immer, sehen Sie das Grüne? Ich lese es mal jetzt mit Christus da als Fels. Der Herr ist mein Christus, meine Burg und mein Retter. Der Herr Jesus ist mein Herr, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Christus. Indem ich mich berge, Psalm 2, wohl denen, die sich bei dem Sohn Gottes bergen. Amen. Mein Schild und das Horn meines Heils, haben wir das Wort Heils, Heil. Meine sichere Festung. Psalm 18, Vers 32, denn wer ist Gott außer dem Herrn, also außer dem Yahweh, und wer ist ein Christus außer unserem Gott? Jetzt kann ich die ganze Fels weglassen. Jetzt kann ich immer noch Christus da einsetzen. Das hört sich so super an. Ja, aber mit einem verdorbenen Herzen, mit 500.000 Tonnen Verdorbenheit und Boshaftigkeit und einem 80er IQ wird es natürlich schwer. Ne? Du brauchst eigentlich nicht so einen großen Intelligenzquotient. Es reicht, dass du ein offenes Herz für sowas hast. Ein bisschen offenes Herz und 79 IQ, das bringt dir ein Schwein auf den Dingens, auf die Waage. 79er IQ reicht. Wer 2 plus 2 zusammenrechnet, wird errettet. Das heißt, wer von denen kann denn nicht 2 plus 2 zusammenrechnen, gleich 4? Die würden bei der Arbeit alle 4 schreiben. So verdorben sind die alle. Aber hier auf einmal ist das Gehirn plötzlich dumm. Aber es ist nicht das Gehirn. Das Herz. Das Herz macht, ich will das nicht. Also kommt die Dummheit durch Verdorbenheit. Ja. Richtig? Amen, ja. Die Steuerung der Dummheit ist vorher, also die Bedingung der Dummheit ist das verdorbene Herz. Wenn du ein verdorbener Mensch bist, bist du gleichzeitig auch dumm. Dumme Menschen sind verdorbene Menschen. Böse Menschen sind auch sehr dumme Menschen. Auch wenn sie schlau sind in so böse Aktivitäten, sind trotzdem sehr dumme Menschen. Okay, Psalm 78, 35, was haben wir denn da? Sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste, ihr Erlöser. Ich setze Christus ein. Und sie gedachten daran, dass Gott ihr Christus ist und Gott der Höchste, ihr Erlöser. Der Herr Jesus ist der Christus, ist Gott und ihr Erlöser. Wer ist unser Erlöser? Der Herr Jesus. Ist der Fels, ist Gott, ist Jahwe, ist Erlöser. Das ist wie ein Kreislauf. Wir drehen uns immer im Kreis. Das ist der Wahnsinn. Sehr gut ausgearbeitet. Psalm 89, Vers 27. Was sagt der Psalmist? Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, mein Gott und? Der Fels. Vater, Gott, Fels. Vater, Gott, Christus. Meines Hals. Wo ist die denn? Die ist ja überall. Die ist von 1. Mose 1, 1 beginnt, lasst uns Menschen machen. Von der ersten Stunde der Bibel, der Schöpfung, wo die Schöpfung begonnen hat mit Gott, wo es keinen Menschen gab, ist Christus schon da. Die Dreieinigkeit. Die wollen das Wort Dreieinigkeit oder Trinität lesen. Erst dann sind die betroffen. Ja, so, gut. Die Ausarbeitung dessen, wie das alles verknüpft ist, das wollen die, wie du sagtest. Ja, gut, in der Bibel steht ja auch zum Beispiel kein Ampel da. Steht da in der Bibel Ampel? War auf grün oder rot? Ja gut, da kann ich ja über rot fahren bei der Ampel, weil das nicht da drin steht. Nicht alles, was in der Bibel steht, oder nicht alles muss in der Bibel stehen, damit man es begreift. Ja, der Herr hat ja auch uns ein Gehirn gegeben. Sonst könnt ihr auch schreiben, über die rote Ampel nicht fahren. In 2000 Jahren kommt rote Ampel, bitte stehen bleiben. Wie groß würde dann das Buch sein, die Bibel? Dann müssen wir das mit LKW tragen in unser Haus, das Buch, damit wir das lesen können. Aber weil der Gott weiß, dass wir 5 Gramm Hirn haben, muss er nicht uns alles bis ins kleinste Detail zeigen. Aber er macht es doch schon so verständlich bis zum Gehen. Ja, hunderte Beweise. Ja, genau. Demut, Demut gehört. Ein demütiges Reue. Gott widersteht dem Hochmütigen. Psalm 94, 22. Aber der Herr ist meine sichere Burg. Immer der Herr ist immer Yahweh. Ja? Wer ist Yahweh nochmal? Gott. Der Herr, Gott Israels, ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott, wer? Wer ist der Gott? Der Fels. Amen. Wie oft, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Mein Gott, der Christus, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Halleluja, Halleluja.
Wie viele Beweise wollen die noch? Gut, es gibt viele Geschwister, die wissen, dass der Herr Jesus Gott ist. Die möchte ich nur ein bisschen stärken, dass sie wirklich ganz fest auf dem Felsen stehen. Wer ist der Fels? Der Herr Jesus Christus, dass er Gott ist. Amen. Damit seid nicht töricht und baut euer Haus auf Sand. Oh, genau. Wir werden auf dem Felsen bauen. Genau, das ist eben der Herr Jesus Christus. Überwindet das Böse mit Gutem. Ja. Okay. Wir kommen zu Jesaja 26, Vers 4. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Der Herr Jesus ist Yahweh, der Herr, der von der Ewigkeit her ist. Der Gott, Amen. Der Mensch wurde, der im Fleisch gekommen ist. Amen. Jesaja 44, 8. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt, ihr seid meine Zeugen. Wessen Zeugen sollen wir sein? Hier ist im Neuen Testament. Apostelgeschichte 1,8. Zeugen des Herrn Jesus Christus. Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Amen. Und nicht Zeugen Jehovas zu sein. Ja? Ja, Zeugen, wenn die wahrhaftigen Zeugen Jehovas sind, Zeugen des Herrn Jesus, weil der Herr Jesus ist ja Jehova. Jehova, ausgesprochen, Yahweh oder Jehova, ist ja egal. Die Zeugen Jehovas sind ja Zeugen Jesus, sie sind sich nicht darüber bewusst. Und so verführt der Teufel sie mit einer kleinen Philosophie in dem Schrift, führte die weg von ihrem Heil. Weil wer ist der Heil, der Fels? Der Jesus Christus ist der Gott. Und wenn du diese Lehre nicht bringst, gehst du verloren. Amen. Okay. Wacht auf, Leute, wacht auf. Genau. Wenn ihr den Stream sieht. Jetzt pass auf, gibt es einen Gott außer mir, hier spricht der Herr, ja? Nein, es gibt sonst keinen? Fels. Fels ist Gott, ich weiß keinen. Ja? Der Fels ist der Herr Jesus Christus, der Gott. Es gibt keinen Gott außer Christus. Es gibt sonst keinen Christus, der Gott ist. Kommen wir zu Habakuk, diesen kleinen Propheten. Habakuk, nehmen wir 1,12, ja genau. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels. Der spricht den Herrn Gott direkt, du Fels, an. Alles. O Christus! Wahnsinn. Ihn bestimmt. Hier spricht der Prophet des Alten Testaments zu Gott und sagt, Christus, Fels. Gut, die Juden könnten sagen, ja gut, das ist ja, Gott ist ja Fels, aber ich nehme ja das Neue Testament ja nicht an. Jesus Christus hat diese Fels und so weiter für sich selber, kann ja jeder kommen. Die Juden hätten eine Ausrede, in dem Fall, wenn sie das Neue Testament ablegen. Ja. Aber die Christen, die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Ja, die haben die komplette Bibel ja da, die müssen sie ja komplett... Die Christen können ja nicht sagen, nee, wir nehmen das nicht. Nur ein Teil der Bibel. Genau, das, die Christen akzeptieren ja das Alte Testament. Ja, stimmt. Deswegen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Okay. Kommen wir zu den einzelnen Versen aus dem Neuen Testament. Die direkten Verse. Johannes 10, Vers 30 beispielsweise. Johannes 10? Johannes 10, Vers 30, der Klassiker. Johannes 10, Vers 30. Ich lese weiterhin immer wieder aus der Schlachterübersetzung. Zeig nochmal bitte einmal, wenn die Hand des Vaters die gleiche Hand ist von dem Sohn und so, das ist immer eine und dieselbe Person quasi. Ne? Das ist immer alles, was er macht, macht auch der Vater. Und nichts tut der Sohn als im Vater und der Vater im Sohn. Also ja. Das ist diese Einheit, die sie bilden. Ja, ja, klar. Johannes 10, Vers 30. Da sagt der Herr Jesus, ich und der Vater sind eins. Amen. Ja, ich und Gott, der Vater, sind eins. Also Sohn und Vater sind eins, sind nicht getrennt. Da machte sich der Herr Jesus mit Gott eins. Kein Mensch, kein Prophet sagen, ich und der Gott sind eins. Amen.
Genau. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Amen. Ja? Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Ich und der Vater sind eins. Ich und Yahweh, Elohim, Adonai, Yahweh sind eins. Und haben gesagt, der ist doch ein Mensch, der macht sich zu unserem Gott. Ja, ja. Okay, wir gehen mal zu. Das ist ja im gleichen Evangelium. Ja. Bei der Gefangennahme. Ja. Johannes. Johannes 18. Vers 6. Ja, okay. Ja, genau. Dort im Garten Gethsemane. Als er nun zu ihnen sprach, Jesus Christus, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Was ist dieser Titel, ich bin? Warum sagt der Herr Jesus, ich bin? Ich wollte auch noch zu diesem Ich bin kommen, aber etwas später. Aber gut. Da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Warum sollte ein Mensch bei dieser Aussage, ich bin, so einen Schreck kriegen und dann zu Boden fallen? Ja? Nun fragt ihr wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese Leute gehen. Okay, also der Herr Jesus sagt, ich bin. Aber was ist das für ein Titel, der Herr Jesus sich gibt? Das steht nämlich in Johannes 8, 58. Das ist auch wieder ein Klassiker. Johannes 8, 58, dieses Titel, ich bin, was den Juden so Schreck eingejagt hat und dass sie auf den Boden fielen. Das ist ja keine natürliche Reaktion auf eine Ich bin's. Dass sie dann zurückweichen und auf den Boden fallen. Das heißt also, es ist ein sehr mächtiger Name, was die Juden so erschreckt hat, dass sie so hingefallen sind. Das heißt, die wurden mit einer Kraft in Berührung sind die gekommen, wo sie einfach auf den Boden gefallen sind. Bei diesem Ausspruch des Namens, ich bin. Johannes 8, Vers 58, Klassiker. Was sagt der Herr Jesus? Sehr gut. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Nicht ehe Abraham war ich. Das wäre auch schon Präexistenz. Dankeschön. Das heißt, der Herr Jesus hätte schon vorher existiert, wenn er sagen würde, bevor Abraham war, gab es mich. Das wäre auch schon nicht normal. Kein Mensch hat vor Abraham existiert, der jetzt nach Abraham lebt. Also ist der ja so eine Art Überwesen. Kein Mensch. Da gibt es nur noch Engel oder Gott. Richtig? Die so ewig leben. Aber der Herr Jesus sagt, ehe Abraham war, ich bin, sagt er, bin ich. Das passt ja nicht grammatisch, kannst du das ja nicht sagen. Wer ist dieser Ich bin? Warum sagt der Herr Jesus, ich bin und nicht ich war? Wer ist dieses, was ist das für ein Titel, was der Herr Jesus sich gibt? Wir schauen in das Alte Testament. Wer ist dieser Ich bin? 2. Mose 3,14. Sehr gut. Wer ist dieser Ich Bin, dieser Titel, der Herr Jesus sich gibt? 2. Mose, Exodus, Kapitel 3, Vers 14. Und Achtung jetzt bitte, der Herr Jesus sagt, ich bin. Er Abraham war, ich bin. Das ist ein komischer Titel. Was will der Herr Jesus damit sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist der Titel Gottes, ich bin. Und der Herr Jesus sagt, ich bin. Amen. Ehe Abraham war, ich bin. Amen. Das ist Gott der Juden, Gott des Alten, der Allmächtige, der Ewige, der alles erschaffen hat. Amen. Der ich bin. Der ich bin gibt Mose und sagt, ich bin dein Gott. Ich bin, geh zu den Kindern Israel und sag, ich bin, hat dich geschickt. Mhm. 1. Johannes 5, Vers 20.
1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, Neues Testament, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn. Dieser Sohn ist der Wahrhaftige. Aha, okay, wer ist denn sonst noch, dieser Wahrhaftige? Jesus Christus. Dieser ist der Wahrhaftige Gott. Gott und das ewige Leben. Halleluja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ewige Leben. Das ist der Herr Jesus. Der Sohn Gottes ist Gott selber. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Du hast nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Amen. Gott kommt in drei Personen vor, die ewig vor der Existenz von allem, was wir sehen und was wir nicht sehen, die Unsichtbare, existiert haben in der Ewigkeit. Und der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes, Wort Gottes, der Gott selbst ist, der auf die Erde gekommen ist. Römer 9, Vers 5, Klassiker. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Genau. Römer 9, Vers 5. Also, ja, genau. Kapitel 9, Vers 5. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus. Ah, fleischlich, der Herr Jesus Christus ist also der Nachfahre der Väter. Der über alle ist, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Der Herr Jesus ist der hochgelobte Gott in Ewigkeit. Amen. Amen. Kommen wir zu Johannes 20, 28, Klassiker. Dort spricht er zu dem zweifelnden, der zweifelhafte Thomas, der Herr Jesus, spricht zu ihm. Und Thomas antwortet, Verständnis, der Kontext, dann spricht er zu Thomas, also der Herr Jesus, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Glaub an mich. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und jetzt kommt der Vogel und sagt, nein, damit meint er nicht Herr und Gott. Der hat es in einem erstaunten Zustand gesagt. Ja, ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Dass der Pierre Vogel das sagt, ist ja kein Problem, ist er draußen. Der ist sowieso draußen. Ist er nicht, die Schafe des Herrn. Ist er, die Christen, die sagen das. Die Christen kommen mit muslimischen Argumenten, um die Gottheit des Herrn Jesus zu nehmen. Ja. Das heißt, das sind Muslime in Christengestalt. Weil die sich ja mit den Muslimen eins sind, was die Gottheit des Herrn Jesus betrifft. Also sind das Christen oder Muslime? Das sind Muslime in Christengestalt. Jeder, der die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, ist ein Moslem. Oder Zeugen Jehovas. Der kann eigentlich direkt konvertieren zum Islam. Weil ihr seid ja sowieso raus. Der Herr Jesus schmeißt euch sowieso raus. Da könnt ihr auch direkt zum Islam gehen. Und dann könnt ihr dann mit denen zusammen alle in die Hölle gehen, später. Da habt ihr auch nichts davon, wenn ihr... Da habt ihr auch nichts davon, wenn ihr jetzt so halbherzig reinkommt, die Ehre des Herrn Jesus stiehlt, seine Gottheit. Da habt ihr doch nichts. Der Herr Jesus schmeißt euch sowieso raus. Okay, seid in der Christenheit und leugnet den Herrn Jesus. Und am Ende, wenn der kommt und dann die Schafe von den Böcken und so weiter trennt, dann werdet ihr sehen, wo ihr stehen wird. Dann werdet ihr sehen, wenn der Herr trennt. Jetzt könnt ihr euch hier rum. In der Christenheit können die ganzen Judas, die Verräter, die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und sich Christen nennen, könnt ihr euch noch ein bisschen hier rumtummeln. Aber bei der Hochzeit des Lammes und so weiter werdet ihr sehen, was abgeht. Wenn der Herr Jesus trennt, den Weizen in seine Tenne sammelt und den Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen wird. Da werdet ihr den Herrn Jesus kennenlernen. Dieser Lamm, der sich schlagen lässt. Und anspucken lässt und die Menschen liebt. Wenn er zurückkommt, was er mit diesen Judasen und mit der ganzen Welt anstellen kann, da könnt ihr mal gucken, was abgeht. Da werdet ihr den Gott, den Allmächtigen, kennenlernen. Spätestens dann, wenn ihr vor ihm steht, als Richter. Jetzt könnt ihr weitermachen mit eurem.
Witzeleien und mit eurer unaufrichtigen, verdorbenen Herzen. Ich meine nicht die Geschwister im Herrn. Ich bitte, wenn ich immer so hart rede, meine ich immer die Judasse, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen. Amen. Ja, die meine ich, die gehe ich so scharf an. Nicht die Geschwister, die in der gesunden Lehre sind. Die liebe ich, das sind meine Geschwister im Herrn Jesus Christus und wir werden für Ewigkeit zusammen sein mit dem Herrn Jesus, unserem Herrn und unserem Gott. Amen. Okay. Kommen wir zum Psalm 22, Vers 30. Psalm 22, Vers 30. Okay, der Gott des Alten Testaments, Yahweh, sagt, es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Also sie werden ihm vor die Knie gehen, vor dem Gott des Alten Testaments. Jesaja 45, 23. Jesaja 45, 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, hier spricht der allmächtige Gott, der Gott Israels, der Ewige, der alles erschaffen hat. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgekommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen. Aha. Und lies weiter. Und jede Zunge, bekennen. Jede Zunge schwören. Genau so geht es auch weiter. Aha, also der Gott des Alten, der ewige Gott, vor ihm werden wir alle unsere Knie beugen. Früher oder später. Alle. Amen. Jedes Knie wird sich beugen. Nur einige Knie werden sich beugen, um Lohn zu empfangen und in das ewige Leben zu gehen. Und andere Knie werden schlottern, denn dann wird es an Zähne knirschen und weinen. Diese Knie werden sich auch noch beugen vor dem Herrn Jesus Christus, der Gott der Israels, der ewige Gott, der Allmächtige. Mir wird sich jedes Knie beugen, sagt der Gott im Alten Testament. Aha, schauen wir mal in Philipper 2 rein. Halleluja. Philipper 2, okay, also wir haben gesehen, dass vor Gott, dem Ewigen, dem Gott des Alten Testaments, alle Knie sich beugen werden. Philipper 2, Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der Herr Jesus ist der allmächtige Gott, der Gott des Alten Testaments. Der Sohn Gottes, der Richter, der alles richten wird. Der dich auch richten wird, der du noch nicht wiedergeboren bist und noch nicht zum Herrn Jesus Christus gefunden hast und noch nicht von neuem geboren bist, also ein Kind des Teufels bist, noch draußen unter den ganzen Sündern, die bald gerichtet werden. Du wirst auch deine Knie beugen, deswegen sage ich zu dir heute Nacht, nicht morgen, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, sollst du dein Herz nicht verhärten, du sollst Buße tun vor dem Herrn Jesus Christus für deine ganze sündige Leben und deine Sünden bekennen vor ihm, alle Sünden, wo du dich daran erinnerst, in einem Gebet, aufrichtigem Herzen, in Reue und Scham vor dem allmächtigen Gott, dem Herrn Jesus Christus. Sagst du, Herr Jesus, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt mein ganzes Leben lang. Ich habe in Sünde und Dreck gelebt. Und ich habe dich rausgehalten, mein Gott, mein Fels. Mein Fels, mein Gott, ich habe dich rausgehalten, Herr Jesus. Ich tue Buße, vergebe mir das. Ich kehre zu dir um. Und du bist gerettet. Amen. Ab den Minuten bist du errettet. Du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist und wirst beiseite geschaffen, beiseite getan, abgesondert. Und du hast das ewige Leben jetzt schon sicher in der Tasche. Der Herr Jesus verspricht es dir. Und der wird es halten. Amen. Der wird es einhalten.
Du kannst nicht auf ihn verlassen, der ist ein Fels, er ist nicht auf Sand. Er ist kein Sand, wo du strauchen kannst, er ist fest, feste Burg, haben wir gerade gelesen. Der Herr ist mein Fels, ein fester Burg, wo ich Zuflucht finden kann. Mein Retter. Mein Retter, ja. Wer ist ein Gott wie du, o Herr Jesus? Amen. Wer ist ein Gott wie du? Okay, Hebräer 13, Vers 8. Hebräer, Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Wie kann er denn derselbe gestern sein? Worauf bezieht das Wort gestern? In die Ewigkeit zurück. Das ist gestern. Und heute, was ist das? Die Gegenwart. Also wir haben die Vergangenheit bis in die Ewigkeit zurück. Ist derselbe der Herr Jesus? Heute in der Gegenwart und auch nach vorne hingerichtet in die Zeit. In die Zukunft, in Ewigkeit. Gestern, heute und Ewigkeit. Ist der zeitlose Gott. Der ich bin. Vergangenheit, Gegenwart. Zukunft. Christus. Der Herr Jesus ist Gott, der Ewige. Der Erschaffer von allem. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Der Jesus ist Gott, der Sohn. Der Vater ist Gott, der Vater. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist. Genau, so sieht es aus. Das sind die drei Personen des Gottes Israels. Die Gebete des Herrn Jesus gingen zum Vater, weil er sich entäußerte und vom Vater abhängig war. Genau. Okay, gehen wir zu Jesaja 44, Vers 6, Klassiker. Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Aha, sein Erlöser ist auch nochmal der Herr, der Herrscharen. Also der Herr Israels ist der Herr und sein Erlöser, also Christus, ist auch nochmal Herr. Ist auch Jahwe. Der Herr der Herrscharen. Was sagt er aber? Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Jawohl. Amen. Der König Israels. Also Gott selbst, der Herr Jahwe, ist auch der König Israels. Richtig? Das lesen wir doch da. Wer ist sonst noch König Israels? Ja, Jesus Christus. Das ist so. Zephania 3, Vers 15. Wir sind noch nicht so weit. Warte, wir sind noch. Also, wir müssen die Judas noch ein bisschen bearbeiten. Die haben noch eine Sonderbehandlung, können die noch verkraften. Eine Sonderbehandlung können die noch alle verkraften, diese Judas. Zephania 3, Vers 15. Kapitel 3, Vers 15. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Was ist der Herr? Der Herr, der König Israels. Amen. Der Gott Jahwe ist gleichzeitig der König in Israels. Wer wird im tausendjährigen Reich Israel regieren als König? Jesus. Amen. Meine Lieben, wir haben ein großes Problem. Wer ist denn jetzt der Erste und der Letzte in Offenbarung? Ah, da kommen wir. Ja, genau. Gehen wir nochmal zurück. Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, Gott, Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ja, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer dieses Erste und Letzte gibt es keinen Gott. Amen. Offenbarung Kapitel 1. Wir waren jetzt im Alten Testament. Jetzt gehen wir nach Neuen Testament. Schauen, wer ist dieser Erste und der Letzte, der außer ihm keinen Gott gibt? Offenbarung Kapitel 1.
zu Verständnis. Ja, da beschreibt Apostel Johannes, wie er zu Füßen des Herrn Jesus fiel. Und als ich ihn sah, also Jesus Christus, als Gott, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und das ist das mit diesem, ich fiel hin auf den Boden aus dem Garten Gethsemane, wo er sagt, ich bin. Das ist dieselbe Kraft, die den Apostel Johannes, seine Kraft aus ihm rausgeht. Vor dem lebendigen Gott, wenn er vor dem steht. Ja, das ist dieselbe Kraft. Wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Wer ist der Herr Jesus? Ich bin der Erste und der Letzte und der lebendige Gott. Halleluja. Ja. Und ich war tot. Ja, genau. Und ich war tot und siehe. Wer war tot? Der Vater? Weil jetzt kommen die sagen, hier spricht der Vater. Nein, Herr Jesus. Genau, der Herr Jesus ist ja der Tod am Kreuz gestorben. Der Erste und der Letzte ist auch derjenige, der tot war. Ja. Also der Herr Jesus. Der Lebende, genau. Ich war tot. Genau, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeiten zurück zu Ewigkeiten. Halleluja. Ja, also Ewigkeiten zurück. Das ist der Gott, der keinen Anfang hat. Der ewige Gott ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Amen. Ja? Amen, ja. Und der König Israels. King of Kings and Lord of Lords. Genau. Was diese Ewigkeit betrifft, was der Herr Jesus hier sagt, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist auch in Micha 5, Vers 1. Ganz, ganz gewaltiger Vers. Genau, Micha 5, Vers 1. Das ist seine Menschwerdung, dass der Messias Mensch wird, dass er Gott selbst. Kapitel 5, Vers 1. Ja, genau. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, also diese kleine Ort Bethlehem, wo der Herr Jesus geboren ist, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel. Da haben wir den König Israels, der Gott selbst ist. Wir haben es gesehen, ja? Der Herr Yahweh ist auch gleichzeitig der König Israels. Wer ist das? Das ist der mir hervorkommen soll, der König Israels werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. In Bethlehem wird jemand geboren werden, der aber der ewige Gott ist. Der König Israels, Yahweh, von Ewigkeiten her ist er. Nicht erst erschaffen vor 2000 Jahren, sondern das ist der ewige Gott, der vor 2000 Jahren auf die Erde kam im Fleisch. Okay, ich denke, wir haben jetzt genug Verse gezeigt, bewiesen, ja, an hunderten Stellen, dass der Herr Jesus der Gott, der allmächtige Gott ist, der Gott Israels, der Mensch wurde. Und einen Vers möchte ich noch zum Schluss zeigen, was nochmal eine Warnung sein sollte für alle, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen. Genau, Johannes 8, 24. Für alle nochmal warnt der Herr Jesus Christus selber. Hier spricht er nicht mehr Resa, sondern der Herr Jesus Christus selber. Was mit denen passiert, die ihn seinen Titel als Ich Bin, der Gott Israels, wegnehmen wollen, seine Gottheit. Für diejenigen hat der Herr Jesus einen sehr deutlichen, warnenden Vers. Johannes 8, 24. Und das ist der letzte Vers für den heutigen Abend. Zur Warnung, Ermahnung, Umkehr, Buße. Heute Abend, wenn ihr seine Stimme hört, ist es höchste Zeit, dass ihr Buße tut, falls ihr die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet habt. Denn dann, jetzt spricht der Herr Jesus in Johannes 8, 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Das heißt, ihr werdet in die Hölle kommen, in die ewige Verdammnis. Das sagt der Herr Jesus selber. Das ist der Herr Jesus, ist der Ich Bin. 2. Mose 3,14. Genau. 2. Mose 13. Ich Bin hat dich geschickt zum Hause Israel. Geh und sag zum Hause Israel, Ich Bin hat dich geschickt. So spricht Gott zu Mose, das ist mein Name, mein Titel ist Ich Bin. Und das sagt der Herr Jesus. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Gott Mose bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Die letzte große Warnung, jetzt seid ihr dran. Mit ihr meine ich nicht die Geschwister im Herrn, die schon beim Herrn Jesus sind, in der gesunden Lehre wandeln. Diese Geschwister meine ich nicht. Ich meine die anderen, diese Judas, die sich hineingeschlichen haben und sich auch Christen nennen, die aber vom Herrn Jesus früher oder später ausgesiebt werden. Sie können sich noch ein bisschen tummeln. Deswegen sagt der Jesus, rauf diesen Unrat nicht mit dem Weizen aus. Lass sie zusammenwachsen. Wir haben Zeit, lass sie zusammenwachsen. Erst zum Schluss werden die Schnitter kommen und die eine Seite, die Weißen, die Wahren, die Echten, in meine Tenne sammeln. Genau. Und diesen Unrat, die so aussahen wie Weizen, nach außen den Christen aussehen, aber nach innen sehen sie Unrat. Und Spreu, die werde ich mit unauslöschlichem Feuer brennen. Ewige Hölle im Feuersee. Eine deutliche Warnung vom Herrn Jesus Christus selber. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, dass eure Augen im Herzen selbst erleuchtet worden sind, dass ihr jetzt ganz genau Bescheid wisst, ohne Zweifel, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist, der Allmächtige, der Richter der Welt ist. Und dass es da keinen Zweifel mehr gibt. Diese Verse, diese Arbeit, was ich jetzt gerade getan habe, sollte ein Beitrag dazu sein, damit auch Geschwister, die jetzt nicht so fest im Glauben, nicht so lange im Glauben sind und eventuell gefischt werden können von einem Ehrlehrer, Satans, Diener, der eben diese Gottheit des Herrn Jesus leugnet, für die habe ich das auch getan, damit sie eben auf dem Fels gegründet ihr Glauben bauen können. Wie auf Fels, unerschütterlich, wenn ein Teufelsdiener geschickt wird vom Satan, dass ihr standhaft bleibt. Dafür ist meine Arbeit da. Und natürlich meine Arbeit war vor allen Dingen auch für die falschen Christen, Laodicea, Verräter, Judas, die eben eine falsche Lehre bringen, gegen die Lehre des Herrn Jesus selbst in seinem eigenen Wort. Die sind ganz heftig durch meine Arbeit jetzt aufgefordert, Buße zu tun, umkehren, sonst seid ihr bald ausgesiebt vom Herrn Jesus selber. Ich wünsche den Segen und die Gnade und den Frieden des Herrn Jesus Christus euch allen, sowohl meine Geschwister im Herrn Jesus Christus, meine geliebten, wiedergeborenen Heiligen und alle anderen, die noch nicht beim Herrn Jesus Christus sind, dass ihr heute Abend, noch heute, nicht morgen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, solltet ihr Buße tun und zum Herrn Jesus Christus kommen und eure Sünden bereuen. Amen. Gottes Segen euch allen. Amen.